Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Heute bin ich wieder unterwegs und zwar gehe ich heute auf die LearnTech. Die findet heute hier in der Messe Karlsruhe statt. Ich zeige das mal hinter mir, wo ich gerade hinlaufe. Messe Karlsruhe. Und da steht schon ganz klein das LearnTech-Logo. Ich bin heute weniger im Auftrag der Wissenschaft hier als vielmehr im Auftrag der Lehre, sage ich mal, der digitalen Lehre. Und ich werde mir heute ganz speziell Dinge rausschauen, die meine eigenen Projekte ein Stück weiterbringen könnten. Und zwar sind das einmal der Einsatz von Videos, Blended Learning Angebote und für mich dieses Jahr ganz neu sind 360 Grad Videos, stehen auf der Tagesordnung. Und ich melde mich von drin wieder. Bis dahin. So, wie ihr seht, bin ich jetzt drin. Ich habe auch schick ein Namensschildchen mit meinem Namen drauf. Und die ersten Talks sind vorbei. Ich bin nicht nur auf der Messe, da werde ich mich jetzt die nächste Stunde etwa tummeln, sondern ich war auch beim Kongress. Das heißt, es gibt Fachvorträge, die finden da oben in den Konferenzsälen statt. Und die ersten beiden Vorträge, da ging es um Social Video Learning. Das heißt, wie können Videos angereichert werden mit Kommentaren, die dazu beitragen, dass sich Lernende über die Videoinhalte austauschen können. Man kennt das vielleicht von SoundCloud, da geht es allerdings nur mit Audiodateien, sodass auch da der Anwender an bestimmten Zeitmarken die Mediendatei kommentieren kann. Und das geht eben auch mit Videos und es gibt Hinweise und Studien dazu, dass das dem Lernen sehr, sehr zuträglich ist. Ich werde mich da in dem Bereich mal schlau machen, was ich vielleicht auch für meinen Online-Kurs, den ich gerade konzipiere, einsetzen kann. Bin also sehr guter Dinge. Der zweite Talk war von Professor Hebbel-Seeger von der Makromedia Hochschule und da ging es um 360-Grad-Videos, also die Möglichkeit, sich in einem Video tatsächlich komplett um die eigene Achse umzuschauen, und das ist sehr interessant, weil er hat Studien vorgestellt, die verglichen haben 360-Grad-Videos mit 3D-360-Grad-Videos versus normale 16:9-Videos, so wie das hier gerade. Ich werde mir das auf jeden Fall beschaffen und durchlesen und schauen, was ich da für meine Arbeit und auch für meine Online-Kurse rausziehen kann. Ich denke, das ist so das nächste große Ding, und 360-Grad-Videos sind ja auch so irgendwie die Brückentechnologie zwischen einem konventionellen Video und der virtuellen Welt oder der erweiterten Realität, also VR und AR, diesen Technologien. Dazu werde ich jetzt auf der Messe schauen, was es an interessanten Infoständen gibt. Also dann, bis später. Es ist ganz schön spät geworden, inzwischen ist kurz nach 6 und der erste Tag ist vorbei. Ich komme gerade noch aus einem Workshop zum Thema E-Learning und was kann sich E-Learning aus der Filmbranche noch ausleihen und abgucken. Das sind natürlich ganz, ganz andere Konzepte und Ansätze, als wir sie bisher verfolgt haben. Nichtsdestotrotz ist da vieles dabei gewesen, was es auf jeden Fall wert ist, sich zu überlegen. Morgen blende ich noch mal ein bisschen über die Messe, habe auch auf dem Kongress noch mal ein paar Programme. Ich melde mich auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao.